glaube, das kann nicht funktionieren. Moin Leute, schöne Grüße aus Schönebeck. Wir sind wieder bei dem Marcel IC Performance, weil wir auf den Prüfstand gehen. Und zwar heute mit diesem Auto, Golf 318T DSG. Natürlich mit ECU Master Emo Black Motorsteuergerät. Das Ganze ist ein Altersauto von dem Kunden. Das heißt, es ist kein wilder Umbau, aber ja, ich würde sagen, alterstauglich. Gucken hier mal ganz kurz rein. Ganz normale Ausstattung. DSG-Wheelhebel. Und ja, wir laden das Ding jetzt ab. Und dann geht's auf den Prüfstand. Achso, ich bin damit schon, weiß nicht, vielleicht 200 Kilometer auf der Straße gefahren. Hab schon mal einen Tank leer gemacht. Leider auch liegen geblieben. Internpumpe scheint irgendwie ein bisschen Luft anzusaugen, weil es ging nicht so viel rein nachher, wie hätte reingehen sollen. Aber ja, das kann der Kunde sich dann selber nochmal angucken. Tank ist auf jeden Fall jetzt wieder voll. Übrigens nur 98 Oktan, das heißt super plus. Und ja, heute, wenn alles klappt, Endabstimmung. Ich lade jetzt ab und dann gehen wir auf die Rolle. Übrigens heute seltenerweise wieder mit einem Kameramann. Der Lukas ist da hinten. Weil... heute machen wir sogar noch ein anderes Auto, nämlich Bastis TT. Aber ja, erstmal machen wir ihn hier. Mit einem ADU-Display, also von ECU Master das digitale Display, anstatt des normalen Tachos. Spannt hier schon auf. Können wir mal kurz drüber reden. Also, wie gesagt, 1.8T-Motor. Eigentlich so fast Serie der ganze Motor. Es sind nur S3-Kolben drin, weil die haben eine geringere Verdichtung als die kleineren 1.8Ts. Die kleineren Motoren haben nämlich immer bei 9.5:1 Verdichtung und ein S3 8.9:1. Auf jeden Fall sind die Kolben trotzdem ein bisschen abgedreht, die Schmiedekolben vom S3. Sodass laut Kunden wir irgendwie so bei 8.5:1 sind. Na ja, gut, Stahlpleuel, das wurde natürlich gemacht. Zudem haben wir einen Pulsar G25660 drauf mit externen Wastegate und eine 3-Zoll Abgasanlage. DQ250 aus dem Golf 6, glaube ich. Und ja, Software haben wir natürlich gemacht von dem DSG. Wie gesagt, schon um bei 200 Kilometer gefahren und jetzt mal auf die Rolle. Ladeluftgläser ist klein, müssen wir mal gucken, wie gut das nachher funktioniert. Ist nur so hoch, würde ich jetzt sagen. Vor allem, wir haben heute 31 Grad, sollen wir wieder kriegen. Ne? Viel Leistung ist aber übrigens nicht geplant. Wir haben eben gesagt, irgendwas zwischen 300 und 400, so in dem Bereich. Ne? Aber trotzdem, na, gucken wir mal. Schauen wir mal, ob das so funktioniert.
erstmal. Das ist übrigens Lukas. Bis auf Video. Wie gesagt, das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Frontantrieb DSG mit EMU und Drehzahlabnahme nur hinten, wenn hinten nichts mitdreht, weil auf dem Prüfstand ist das, es gibt ja Prüfstellen, das ist mechanisch gekoppelt, da dreht immer Vorder- und Hinterachse gleich. Hier geht das allerdings nicht, das heißt Hinterachse steht. Das DSG damit nicht so klar. Wie gesagt, Straßenmodus macht jetzt irgendwie nicht so viel Sinn, weil wir kein Geschwindigkeitssignal haben und das DSG sich ein bisschen komisch verhält. Aber ja, wir machen jetzt einfach mal eine Messung mit Dosendruck. Hat das ja gerade auch gesagt. 90 Grad Schlauchbogen direkt am Verdichterausgang. Ja, ist halt immer hart Belastung drauf. Aber vielleicht war auch die Schelle einfach kaputt. Wir haben die jetzt ersetzt und ja, jetzt gucken wir nochmal. Was komisch ist, ich habe auf der Straße schon zweimal abgestimmt. Mit Taktung natürlich. Dose 1,1 Bar. Jetzt habe ich aber die Taktung ausgeschaltet von der Ladedruckregelung. Und er hat trotzdem 2 Bar gemacht. Das war ein bisschen komisch. Ich guck nochmal, ob das immer noch so ist. Ich bin vom Gas gegangen. Ja, habe ich gesehen. Aber die macht immer noch 2 Bar. Sehe schon. Soll der so viel nicht machen? Naja, mit Taktung schon, aber... Ah, du bist noch Dose jetzt, ja? Eigentlich ist es jetzt ohne Taktung, ja. Und da hat er sonst... Also, ich bin ja bis gestern gefahren. Der macht dann eigentlich immer 1,1 Bar. Muss irgendwas passiert sein. Wollen wir mal reingucken? Der dreht auf den Lader da. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Ja. Bisschen. Hier. Nee, ich würde sagen, ich weiß nicht. Also entweder, gut, da ist eine Schelle drauf gewesen mal. Ja, die ist gerade runtergefallen. Die hat keinen Klang gemacht. Scheiße. Aber der Schlauch ist manche Bampe. Falscher Schlauch. Du hast ja nur die geschmolzenen Schlauchreste noch drauf. Ja, wir haben gerade mal einen Lüfter drauf gelegt, weil es ist natürlich schweineheiß. Man sieht den Anschluss gerade so. Ist hinten ran und da ist einfach zu heiß geworden. Der Schlauch war jetzt nicht der richtige und der ist, man sieht das richtig, innen abgeschmolzen quasi und dann einfach runtergerutscht. Das heißt, es sind jetzt Gummireste drauf geschmolzen noch. Ja, aber nützt nichts, das müssen wir jetzt erstmal machen. Ja, der rechte Anschluss, wie das verschmolzene Kunststoff von dem alten Schlauch noch drauf ist. Auf jeden Fall sehr eng. So, Auto wieder angeworfen, Schlauch haben wir gewechselt. Ich denke mal eine Stunde ist rum. Ja, dauert halt immer extrem lange, ne? Aber es ist echt krass, ne? Ein paar Tage lang rum und dann das erste Mal hier durchladen kaputt. Mhm. Zweimal.
Ja, ist immer schade um die Zeit, ne? Weil wir mussten natürlich erstmal warten, dass das Ganze abkühlt. Ja. So, jetzt machen wir nochmal Dosendruck. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Funktioniert. Jetzt haben wir 1,1 Bar abfallend auf 1 Bar Dosendruck. Wir halten uns jetzt erstmal nur im Dosendruckbereich auf, weil die Kurve relativ unsauber ist. Ich bin mir aber nicht sicher, woran das liegt. Habe ich gar keine Erklärung für gerade. Aber in der Zündung liegt es nicht, weil ich habe gerade mal 2 Grad oder 3 Grad rausgenommen in der Zündung und wir haben sofort 20 PS verloren. Die Zündung nimmt ja auf jeden Fall an und wir haben jetzt einen kleinen Zacken drin. Das ist da, wo die Nockenwellenverstellung wieder ausgeht. Die Nockenwellenverstellung von dem 18T kann ja nur ein- und ausschalten. Zum Beispiel bei einem Flügelzellenversteller, R32 zum Beispiel, da machen wir nicht an, aus, sondern fahren eine ganze Rampe oder eine ganze Kennlinie lang. Da wird man nie so einen Haken sehen. Hier sehen wir den Haken und in dem Moment, wo der Haken kommt, verlieren wir Leistung. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Versteller länger anlassen. Das machen wir jetzt erstmal. Bist du dir ganz sicher, dass die Nockenwellen richtig eingestellt sind eigentlich? Ja, mal auch mal. Weil guck mal, da wo der Haken ist, ne? Ja. Wo er die Leistung wieder verliert, das ist der Punkt, wo ich die Nockenwellenverstellung wieder ausmache. Ja. Und komischerweise sieht das Diagramm so aus, als müsste ich die Nockenwellenverstellung einfach durchgehend anlassen, damit er Maximallast hat. Normalerweise ist es auch nur im mittleren Drehzahlbereich. Mhm. Deswegen wollte ich jetzt fragen, nicht, dass die Welle ein bisschen schlecht steht und dann nur durch die Nockenwellenverstellung erstmal so steht, dass es überhaupt passt. Ich habe die auf Markierung eingebaut. Ja. Rollen gezählt? Ja. Na, ich wollte ja nur gefragt haben, weil jetzt würde ich wahrscheinlich die Verstellung wirklich bis zum Ende anlassen. Aber das ist untypisch, weißt du? Eigentlich ja. Weiß ich nicht. Also. Weil genau da, wo der Haken ist. Vorher war der Wald da vorne. Wir haben ihn jetzt schon höher gemacht, aber das ist ja wirklich immer noch. Okay, ich mach den Verstell mal, lass ihn jetzt durchgehend an und dann mal gucken. Ja. Also die Sache ist jetzt, wir haben den Haken immer noch. Und das sieht jetzt tatsächlich so aus, als wenn wir ihn noch mehr für den Steller bis zum Ende anlassen müssten, weil wir sonst immer Leistung verlieren. Ich mache jetzt keine Änderung bis auf den Nockenwellenversteller und dann schauen wir uns das im Vergleich mal an. Wir haben jetzt 229 PS und schauen gleich mal, was wir gleich für eine Maximalleistung haben. Sonne ist das Gemisch jetzt auch magerer geworden. Das heißt erstmal, dass da mehr Luft reinkommt. Ja, das heißt auf jeden Fall mehr Leistung. Wie gesagt, 229 PS hatten wir eben. Und jetzt haben wir ja, 7 PS mehr und die Kurve sieht sauber aus. Ja, ich habe den jetzt durchgehend angelassen. Also nicht durchgehend, aber ab mittleren Drehzahlbereich bis zum Ende. Und sind auf jeden Fall 7 PS jetzt mehr und dieser Haken ist weg. Also ich lasse ihn jetzt an. Aber wenn du mal Gelegenheit hast, kannst du ja trotzdem noch mal kontrollieren. Ja.
okay. Dosendruck oder was? Das ist Dosendruck. Ich mache jetzt nur Zündung und Dosendruck. Okay. Wenn wir das einmal haben, dann... Temperaturen passen soweit? Ja, also wenn ich am Ende vom Durchladen bin ich so bei 98 Grad Wasser. Ja, das ist ja noch okay. Ja, wenn das so bleibt, ist okay. Wenn wir jetzt... Ja, und 48 Grad Ansaugluft. Also wenn es jetzt nicht schlimmer wird, ist es okay. Gut. Jupp. Ja, ist gut. Bisher? Gerade mehr Zündung, ein PS gekriegt. Das heißt, wir gehen wieder zurück. So, wir geben jetzt mal ein bisschen Ladedruck. Man muss auch den Haken setzen, dass Boost Control eingeschaltet ist, ne? Sonst bringt das nichts. Jetzt 1,5 bar, 290 PS. Da ist nur IAT. IAT? Ja. Ach, gehört ja, klar. Ja, mit 1 bar war es okay. Ja, klar. Da war es so maximal bis 48. So. Jetzt packst du ein bar drauf, ein halbes bar drauf, sind schon mal 10 Grad mehr. Ja, der Ladeluftkühler ist wirklich klein einfach, ne? Ja, einfach auch zu klein, ne? Viel zu klein. Also wie gesagt, wir haben jetzt heute, haben wir schon 30 Grad draußen? Vielleicht, ne? Ach, ist das ein Luftstromthermometer? Ja. Zeig mal. 20,2 Grad. Zeig mal in die Kamera. Hm? Nennt sich das so? Was? Luftstromthermometer? Nee. Sondern? Das ist ein Windgeschwindigkeitsmesser. Ach so, ich dachte ein Thermometer. Aber da ist halt ein Thermometer mit dran. Aber da drinnen? Ja. Ja, okay. Das ist interessant. Was haben wir hier so an Luftgeschwindigkeit? Also die kleinen unten, wenn alles stimmt, haben wir so 150 km/h. Ja, aber hier jetzt so im Raum, einfach so? Hier haben wir 6 Meter, 7 Meter die Sekunde. Ey, aber das ist nicht wenig, ne? Ja. Finde ich. Nur an Durchzugsmenge und Durchzugsgeschwindigkeit. Durchzug, genau. Das ist schon gut. 2 Meter die Sekunde, nicht km/h, ne? Ja, ich sag mal, haben wir keine Probleme, trotz 30 Grad hier drinnen läuft es ja. Ja. Aber es kann immer besser sein, du weißt ja. Ja, aber der Kühler ist, ja, aber der Kühler ist wirklich klein. Ja. Also, wir hatten jetzt halt bei 1 bar Ladung hatten wir die ganze Zeit so maximal 48 Grad Ansaugluft-Temperatur. Und wir haben jetzt ein halbes Bar draufgegeben und sind gleich 10 Grad wärmer geworden. Das heißt, wir haben jetzt 58 Grad. Ja, das ist halt nicht so geil. Also, oh. Ja, direkt hier auf dem Dach 10 Meter pro Sekunde. 10 Meter pro Sekunde, das ist gut. Hier ist übrigens auch nur 98 drin, ne? Ah. Also davon ab. Okay. Weil er sagt irgendwie, die nächste Tasche ist irgendwie 40 Kilometer entfernt, wo es mehr gibt. Versteht man ja. Ist ja klar. Grad.
Ja. Ja. Wenn ich hier durchrenne, habe ich, das ist echt krass, habe ich noch nie gemacht. Ist mir bloß genau die gleiche Temperatur. Ja. Weil ja, die mega. Halle, die große Halle hinter ist ja sogar noch ein bisschen kühler. Ja. Darum hatten wir ja 29,9. Ja. Ich bin gerade raus, Digga. Ist hier irgendwas? 30,2. Geht. Ja, krass. Gar nicht so schlecht. Nee, top. Geht halt nicht besser. Geht nicht besser. Ja, wenn man noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit insgesamt. Ja, aber nehmen, jetzt rein, dran von, rein von der Temperatur her. Temperatur ist okay. Und halt immer Sauerstoff. Sauerstoff. Ist ja nicht nur die Wärme. Mit dem kleinen Nahluftkühler so gut läuft. Das, Alter, der ist aber auch wirklich ausgelastet. Ich ziehe jetzt schon immer 2 Grad Zündung. Der könnte mehr. Auto mal ein bisschen Abkühlung gönnen. Wir sind jetzt bei 62 Grad Ansaugluftemperatur, das ist zu viel. Wir gönnen ihm mal ein bisschen Abkühlung und dann geht es nochmal weiter. 325 PS jetzt übrigens. Wir hören hier auf. Ja. Besser auf der Straße noch mal gucken, dass man einfach gucken, wie das fährt. Da vielleicht noch mal anpassen. Ja. Aber ich denke mal, für den Prüfstand ist jetzt. Und der fängt jetzt auch, da siehst du hier. Siehst du das hier? Da fängt jetzt halt auch wieder das Klopfen an. Ja, der Ausschlag da. Der war vorher im Lauf 2 Grad weniger. Da siehst du, dass das deutlich kleiner ist. Ja. Ja, also da ist jetzt. Ja, das ist in Ordnung, reicht. Aber der zieht jetzt pauschal halt auch schon nur aufgrund der Ansaugluftemperatur. Da ziehe ich da schon 3 Grad. Ja? So, wenn man das halt nicht hat, dann hat er automatisch schon seine 20, 30 PS mehr wieder. So, ja. Okay, dann lassen wir das so. Schreibst du es fertig praktisch? Also mach's schick sozusagen. Oder willst du noch mal einen Lauf machen? Nee, ist vorbei jetzt. Klopfen tut er jetzt auch? Ja. In dem Moment, wo ich nur hier geschrieben habe, ist es vorbei. Aus. Aber ganz ehrlich, wenn du da jetzt 20 Grad abziehst, die Zündwinkelrücknahme davon, also die 2-3 Grad, die er da zieht, bestimmt bleibt dann 30, bist du dann auch schon bei 3 PS. Was? 30, 40 PS, ja. Mehr. Auf jeden Fall. So, wir sind jetzt heute durch auf dem Dyno. Wir sind jetzt druckmäßig am Ende, zündungsmäßig am Ende. Sind, wie gesagt, hier nur 98 Oktan drin. Lahrluftkühler ist komplett am Ende. Also der ist wirklich, ist halt auch wirklich, wirklich klein. Ne? Bei 1 Bar Dosendruck hatten wir 48 Grad Ansaugluftemperatur. 2 Bar Lahrdruck waren wir jetzt bei 68 Grad. Das geht nicht. Ne? Einen größeren Lahrluftkühler und wir hatten diese 20 Grad mehr jetzt nicht. Dann sind das auf jeden Fall, weiß nicht, 30, vielleicht 40 PS sogar. Ja. Also wir sind jetzt, letzte Messung, waren jetzt, wobei wir da leicht in die Klopfregelung schon reingelaufen sind, 345 PS. Der andere Zettel war das.
Ja, und ich denke mal, wenn Ladeluftkühler besser ist oder so und Temperatur besser, dann sind wir da auf jeden Fall irgendwie so bei 3,70. Auf jeden Fall bitte unterlasst das Ladeluftkühler zu lackieren mit der Spraydose mit 30 Grad. Ja, das funktioniert nicht. Das haben wir so oft hier gehabt, dass die Ladeluftkühler, die eigentlich gar nicht schlecht sind, die beschichtet werden. Dafür gibt es halt spezielle Beschichtungen, wie es als Beispiel Wagner Tuning macht. Aber mit der Spraydose, man macht eigentlich die Kühlfläche kaputt. Das ist einfach so, weil die Farbe, auch der Farbnebel, der durchgeht, die Kapillaren zusetzt und die Kühlleistung einfach abnimmt. Bringt also wenig. Ja. Und auch meine Meinung, lieber etwas zu groß den Ladeluftkühler wählen. Ich hatte es auch noch, also ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht mit zu großen Kühlern. Nein. Was man ganz früher in den Foren und so, da hieß es immer, man darf den Kühler nicht zu groß machen. Ja, dann spricht das so spät an. Sinkt und so, das ist gar nicht. Das ist marginal messbar, sicherlich. Ja. 50 Umdrehungen. Aber dafür hat man halt kühlere Luft, besseres Spooling. Und wenn der Ladeluftkühler größer ist, hat man auch meistens viel weniger Druckdifferenz dazwischen. Mhm. Also wo es halt reingeht und rausgeht. Man kann halt auch ganz oft messen. Bevor es in den Ladeluftkühler reingeht, in den kleinen Ladeluftkühler, hat man als Beispiel einen Ladedruck von 2 Bar. Und im Plenum oben, also in der Brücke, nur noch 1,6 Bar. Das ist einfach der Widerstand, der im Ladeluftkühler herrscht. Und wenn der halt nicht gegeben ist, also frei ist und das schön durch kann, dann hat man natürlich auch einen viel besseren und, effizienteren Motorlauf und Motorleistung. Also, ist ja so. Ja, also wie gesagt, zu groß, selten. Ja. Dass es wirklich zu groß ist. Das heißt, abspannen, Rest auf der Straße machen, weil wie gesagt, Straßenmodus schwierig mit DSG und keinem Geschwindigkeitssignal. Verhält sich zumindest ein bisschen komisch. Ist jetzt aber auch nicht notwendig, weil wir wissen jetzt, wo der Endleistungsbereich ist. Ne? Du nimmst das Auto heute ja sowieso noch nicht mit, sondern erst am Wochenende oder so. Das heißt, ich habe noch mal 1-2 Tage, wo ich dann auf der Straße fahren kann, wo es vielleicht bisschen kühler ist, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich noch was Glück. Ja, soll abkühlen. Und dann wird da nochmal der Rest gemacht und dann ist gut. Toll. Ich würde sagen, das Video ist aber eh noch nicht zu Ende, weil ich mache dann ja nochmal eine Straßenfahrt. Von daher erstmal bis später. So Leute, wir befinden uns jetzt auf einer Probefahrt. Gestern war der Prüfstand und das sind jetzt die ersten Meter, die wir fahren. Kennzeichen hattest du gerade gemacht. Sehr gut. Das ist der Florian. Der ist öfter mal bei mir und fährt mal mit. Wollte eigentlich nie in den Videos zu sehen sein. Jetzt hat er sich irgendwie gedacht, na, ist mir jetzt auch egal. Weil ich ihm gesagt habe, früher oder später wird es eh passieren. Ja, jetzt ist es soweit. Auf jeden Fall wissen wir nicht, wie viel noch im Tank ist. Und bevor wir nochmal liegen bleiben, tanken wir jetzt erstmal. Und dann laden wir nochmal durch. Also 102 Oktan Tankstelle haben wir direkt im Ort neben der Halle. Jetzt 98 haben wir zwar eine freie Tankstelle, aber da will ich jetzt eigentlich nicht tanken. Das heißt, wir fahren jetzt ein paar Orte weiter, um überhaupt 98 zu kriegen. Viele haben Probleme, 102 zu kriegen, so auch hier der Besitzer. Wir haben jetzt Probleme, 98 zu kriegen. Da fährt sich auf jeden Fall anders als vorher. Es war jetzt zwar bergauf. Dürfen wir nicht vergessen, wir hatten ja gestern auf dem Prüfstand bei dem Ladedruck, den wir jetzt fahren, 68 Grad andere Lufttemperatur. Das wird jetzt hier draußen einen Tick besser funktionieren, weil sich das Auto einfach nicht so aufheizt. Wir haben zwar eine extrem gute Kühlung bei Marcel im Prüfstandsraum, aber auf der Straße, wenn man kilometerweise fährt und der Ladekühler einfach kalt ist, sind die ersten Meter natürlich doch besser. So, mal kurz hier runterschalten. Ah, ja, ehrlich gesagt, das DSG ist ja, ne? Okay. Das habe ich gar nicht erwartet. Das war auf jeden Fall ordentlich. Also wir sind gerade eben im zweiten Gang gefahren. Der hat dann relativ schnell ausgedreht. Hat in den dritten Gang geschaltet und die Räder haben, oder zumindest eins, hat gedreht. Bis Drehzahlende, dritter Gang. Okay. Ja, also Sperre ist hier nicht drin. Ich vermute, ich hatte jetzt einfach nur links gedreht. Aber das musst du auch erstmal schaffen. Natürlich Vorteil von DSG. Wahrscheinlich, wenn man jetzt im dritten Gang einfach losfahren würde, würde es nicht passieren. Aber wenn du im zweiten Gang startest und du schaltest
direkt in den dritten Gang, ohne dass du die Drosselklappe zumachst, ohne Drehmomentabriss, ja, dann dreht es halt weiter, ne? Ja. Das war wirklich unerwartet gerade. Das ist witzig in so einem Golf 3. Ja. Ja, wie gesagt, wir hatten ja gestern auf dem Prüfstand maximal 343 PS, waren das, meine ich. Aber wenn man jetzt die Ansauglufttemperatur berücksichtigt und heute haben wir, was haben wir, 20 Grad oder so. Gestern hatten wir 31 draußen. Da haben wir auf jeden Fall unsere 30, 40 PS mehr, weil ich habe dann ja schon 3 Grad Zündung gezogen. Ja, also 370, 380 müssten das eigentlich heute schon sein, denke ich mal. So, hier Totaltankstelle. Nachgetankt, tatsächlich nur 14 Liter verbraucht auf dem Prüfstand. Das ist jetzt nicht so viel. Sparsame Vierzylinder. So, jetzt dürfte die Tankanzeige passen mit 55 Liter. Ist nicht ein Adibu drin? Das ist jetzt super komfortabel mit dem DSG, ne? Aber ist auch echt ein bisschen langweilig. Gut, natürlich wieder cool, dass jetzt irgendwie der dritte Gang dreht und mit Handschalter das wahrscheinlich nicht machen würde. Aber das sieht richtig dünn aus, ey. Schalter nicht. Nee. Das machst du mit dem Handschalter nicht. Und mir riecht's gut. Der hat ja einfach. Okay. Vom ersten Gang in den dritten Gang einfach durchgedreht, ne? Ja. Ohne. Also ich glaube, wenn du guckst. Ja, wenn. Ja, das ist jetzt nicht übermäßig viel Drehzahl, ne? Aber wenn, falls man den Strich sehen sollte, ist da glaube ich kein Übergang. Das ist halt einfach. Nee, das hat einfach das halt weiter. Komplett durchgedreht, ja. Wir möchten ja noch mal betonen, dass er jetzt wirklich einfach nur ein Straßenauto, weil er will das wirklich als Daily benutzen. Also, da braucht man jetzt auch keine 500 PS. Dafür finde ich das schon dolle interessant. So. Du musst, glaube ich, sogar ein bisschen lauter reden noch. Du redest ja sonst nicht so leise. Ich bin schüchtern. Also Leute, falls ihr Florian mal auf einem Event seht. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen. Auf der Late Night war er einer von zwei Personen, die mit einer grünen Gießkanne rumgelaufen sind. Ja. Könnt ihr mal ein Bild reinsteigen. Ja? Falls ihr den seht, begrüßt ihn gerne. Der redet sehr gerne mit euch. Ja. Ne? Gar nichts, ne? Klar im Verhältnis, aber man stumpft ja auch einfach komplett ab.
gerade wenn man so Dinge abstimmt, man, also mit wie viel, also das ist, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Auto abgestimmt habe, was Endleistung im Dreierbereich war. Das ist auf jeden Fall länger her. So. Aber trotzdem merke ich ja jetzt gerade, auch wenn ich selber ein 1000 PS Fahrzeug habe. Das macht trotzdem, Freude. Ja, natürlich. Also mit Allrad ist das jetzt wahrscheinlich, also dann das ist sicherlich eine Ecke langweiliger noch, ja, mit Allrad. Ne? Aber jetzt hier mit Frontantrieb, ja, warum nicht? Ist eigentlich ganz witzig. Aber das war auf jeden Fall unerwartet, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Schaltverhalten vom DSG jetzt eigentlich auch soweit zufrieden. Anfangsschwierigkeiten waren sehr dolle. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Es gab ein Problem mit dem Geschwindigkeitssignal, was hinten von dem ABS abgegriffen wurde. Und allerdings so, dass das ABS immer noch gleichzeitig drauf war und es gab einfach Signalprobleme. Und wegen diesen Signalproblemen hat es mir halt öfter mal in den Gang rausgehauen. Probleme sind jetzt beseitigt, zumindest EMU-seitig. ABS hat jetzt einen Fehler, aber das, da muss man sich nochmal mit beschäftigen. Aber das ist jetzt erstmal nicht mehr mein Part. Mein Part ist jetzt erstmal einfach nur die Motorsteuerung. Der Besitzer hat gesagt, das ist ein Golf 7 Gaspedal hier. Allerdings, ach scheiße, nee, hier will ich auf jeden Fall nicht lang fahren. Wobei, ja, nee, wir können da lang. Und dieses Gaspedal hat einen extrem kurzen Weg. Also mir war jetzt nicht bewusst, dass Golf 7 so einen kurzen Pedalweg hat. Aber das ist so kurz. Also auf jeden Fall bestimmt, ich würde jetzt fast schätzen, um die Hälfte kürzer. Oder vielleicht ein Drittel kürzer als so ein Golf 4, Golf 5 Pedal. Das ist wirklich ungewohnt. Da schaltet das DSG auch immer sehr früh zurück. Also du gibst gefühlt nur ein bisschen Gas und das schaltet gleich zwei Gänge runter. Ja, und dann dachte ich, das würde jetzt an mir liegen, aber dann guckst du in die EMU-Software rein und bist schon irgendwie bei 60-70% TPS. Das ist immer ein bisschen dolle. Schlauch ab. Ja. Das kennen wir doch schon, oder? Das kennen wir. Haben wir diesmal auch Werkzeug dabei? Ja. Kleiner Koffer. Gestern ist aber auf dem Prüfstand auch ein Schlauch weggeflogen. Das war direkt am Turboladerausgang. Naja, das Gute ist ja mit so einem frei programmierbaren Steuergerät, dass man kein Luftmaßmesser hat und dass die Autos dann trotzdem noch sauber laufen. Ihr solltet es natürlich trotzdem vermeiden, Gas zu geben, wenn die Ladeluftstrecke auseinandergeflogen ist, weil der Lader dann überdreht. Das solltet ihr nicht machen, aber ihr kommt zumindest bis zum nächsten Parkplatz. Ich bin gespannt, ob es der wieder ist, weil Marcel hat gestern den Schlauch, die Schlauchstelle erneuert. Aber es ist auch wirklich eine, also Turboladerausgang 90 Grad Bogen ist halt immer schwierig. So, das Schlauchproblem konnten wir relativ schnell beheben gerade. Wieso lädt der denn hier schon wieder nicht? Ist einfach Schlauch runtergerutscht, andere Stelle als gestern auf dem Prüfstand. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachbessern, glaube ich. Aber ansonsten sieht das jetzt erstmal ganz okay aus. Wo ich das gerade gesehen habe, mit dem Rohr, kleiner Tipp, macht wirklich Raupen um das Rohr als Abrutschkante. Hier waren jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, ein paar Schweißpunkte nur drauf, die relativ flach waren. Das ist halt zu wenig. Da muss schon eine dickere Kante drauf, gerade wenn das Rohr noch lackiert ist. Das rutscht einfach zu schnell. Wir fahren jetzt hier 2 Bar Ladedruck. Das rutscht einfach zu schnell runter. Dann haben wir noch Ladedruckspitzen beim Schalten
weil beim DSG erhöht sich der Ladedruck immer ganz kurz während des Schaltvorgangs und ja, dann rutscht das einfach ab. Also auch hier gerade, wenn man hier mal kurz durchlädt, hatten wir jetzt schon 60 Grad Ansaugluft. Also an einem kälteren Tag, an einem 10 Grad kälteren Tag und draußen und nach ein paar Minuten Standzeit, ohne dass wir durchgeladen haben. Also der Luftkühler ist einfach viel zu klein. Das ist einfach so. Ich sag ja, wenn man das Daily benutzen möchte, dann ist das ja auch völlig ausreichend. Das fährt ja gut. Ja. Das geht schon jetzt. Der Blick. Was ich übrigens gestern gemerkt habe, ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn die Steuerzeiten nicht passen, weil ich muss die Nockenwellenverstellung komplett bis zum Ende durchlaufen lassen, um mehr Leistung zu haben. Normalerweise schaltet man sie irgendwie zum Drehzahlende wieder ab oder eigentlich nur aktiv im mittleren Drehzahlbereich, hier komplett durchgezogen. Das heißt, die Nockenwellen, oder zumindest die Einlassnockenwelle steht irgendwie prinzipiell irgendwie, zumindest für die Leistung gesehen, zu spät. Und ich habe jetzt gerade hier beim Rollen auch so gemerkt, ich habe gemerkt, wann sie sich einschaltet. Also ich schalte sie eigentlich auch schon zu spät ein. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn die Wäschestellung aktiv ist, erst überhaupt normal steht. Weil es schon relativ tot. Mach meinen Laptop auf, bitte. Stand, aber ohne Beifahrer und ohne Trailer. Das heißt, er war nur zu Besuch zum Prüfstand zugucken und zum Glück zum Schrauben. Das heißt, ich musste den Schlauch ja nicht ersetzen, ein Glück. Deswegen habe ich das Auto überhaupt noch und er kommt übermorgen das Auto abholen mit einem Kollegen und dann ja, hatte ich jetzt einfach nochmal Zeit auf der Straße zu fahren, um sicherzustellen, dass das Auto auch vernünftig nach Hause kommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn ein bisschen weniger Leistung da rausgekommen ist als sonst. Wenn das so ist, dann abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss.